Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Polemik. Genauer: Gibt es ein Gegenteil zu Polemik? Hallo. Hallo. Ich bin Georg und in diesem Video werde ich Polemik und Irenik aus philosophischer, philologischer und etymologischer Perspektive betrachten. Lasst uns zunächst mit dem Begriff Polemik beginnen. Wenn wir über Polemik im Alltag sprechen, meinen wir meistens hitzige Diskussion oder Streitgespräche, bei denen die Beteiligten keine Mühe scheuen, einander verbal zu attackieren. Oft fehlt in solchen Situationen eine konstruktive Kommunikation und es geht mehr darum, den Gegner in einem verbalen Schlagabtausch zu besiegen. Wow, die umgangssprachliche Beschreibung ist schon erschreckend, oder? Das ist der Grund, weshalb ich Menschen für ihre Sprache sensibilisieren möchte. Das erinnert mich irgendwie an die Etymologie von Debatte und Diskussion. Auch über diese beiden Begriffe habe ich ein ausführliches Video gemacht. Hier nur eine kurze Exkursion zu Debatte und Diskussion, um eine Vorstellung zu bekommen, um was es hier geht. Debatte stammt aus dem Französischen und geht auf das lateinische Wort debattuere zurück, was so viel wie wegschlagen oder auseinanderhauen bedeutet. Ursprünglich war Debatte im Kontext von Streitigkeiten und Auseinandersetzungen verwendet, ähnlich wie Polemik. Diskussion hat seinen Ursprung ebenfalls im Lateinischen, nämlich im Wort discutere, was zerstreuen oder auseinanderlegen bedeutet. Im Laufe der Zeit hat sich der Begriff jedoch zu einem freundlicheren und kooperativeren Austausch von Meinungen und Ideen entwickelt. Exkursion Ende. Nun lasst uns doch mal auf die Etymologie, also Wortherkunft, und die Denotation Grundbedeutung schauen. Etymologisch. Das Wort Polemik stammt aus dem Griechischen, genauer gesagt von Polemikos, was so viel wie kriegerisch oder streitsüchtig bedeutet. Ursprünglich wurde es verwendet, um schriftliche oder mündliche Auseinandersetzungen und Kontroversen zu beschreiben. Denotativ, den Begriff Polemik, kannst du im engeren Sinne als eine aggressive Art der Auseinandersetzung verstehen, bei der es darum geht, die Meinung des Gegners mit scharfen und oft provokanten Argumenten zu kritisieren. Polemik wird oft in schriftlicher Form wie Essays oder Kommentaren verwendet, um einen Standpunkt zu verteidigen oder anzugreifen. Jetzt weißt du, warum ich den Vergleich zur Debatte gezogen habe. Hier sind ein paar polemische Beispiele. Erstens, politische Diskussionen. In politischen Debatten hört man oft polemische Ausdrücke, bei denen Gegner einander scharf kritisieren. Zum Beispiel, die Regierung handelt wie eine Diktatur oder die Opposition hat keine Ahnung von Wirtschaft. Zweitens, Medien und Schlagzeilen. Manchmal sind Schlagzeilen in den Medien stark polemisch geprägt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Skandale um Politiker X, Korruption und Lügen ist ein Beispiel dafür. Drittens, soziale Medien. In Diskussionen auf Plattformen wie Twitter oder auch Facebook kann Polemik weit verbreitet sein. Beleidigende Kommentare und harsche Angriffe sind in solchen Umgebungen leider keine Seltenheit. Viertens,
Alltagssprache. Selbst in Gesprächen zwischen Menschen kann Polemik auftauchen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, du verstehst das sowieso nicht, weil du nie zuhörst. Diese Beispiele zeigen, wie polemische Sprache dazu verwendet werden kann, um Gegner anzugreifen, eine Meinung zu verteidigen oder auch Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist hier wichtig, sich bewusst zu sein, wie solche Ausdrücke die Kommunikation beeinflussen und in vielen Fällen zu Missverständnissen führen können. Eine konstruktive und respektvolle Kommunikation ist oft effektiver, zielführender, um Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. Und hier kommen wir zum Gegenteil von Polemik. Ich will ja schließlich Irenik propagieren. Aha, und was ist das? Gegenteil von Polemik, Irenik? Irenik, das Streben nach Frieden und Harmonie in der Kommunikation und im zwischenmenschlichen Umgang, ist in der heutigen Welt von großer Bedeutung. Jetzt begeben wir uns mal tiefer in die Welt der Irenik. Und wie immer beginnen wir mit der Etymologie und der Denotation. Etymologisch. Das Wort Irenik stammt aus dem Griechischen. Es leitet sich von Irene ab, was so viel wie Frieden bedeutet. Das klingt ja schon mal positiv, oder? Denotativ. Wenn wir über den Begriff Irenik sprechen, bezieht er sich auf den Wunsch nach Frieden und Harmonie, besonders in Bezug auf religiöse oder politische Konflikte. Irenik bezeichnet also die Bemühungen, Streitigkeiten zu schlichten und Frieden zu fördern. Umgangssprachlich. Irenik ist nicht gerade ein Wort, das im alltäglichen Gespräch häufig auftaucht. In der Umgangssprache würden die meisten Menschen wahrscheinlich einfach von Friedensbemühungen oder Versöhnung sprechen, anstatt das Wort Irenik zu verwenden. Es ist sozusagen ein bisschen ein Geheimtipp für Wortliebhaber. Also wenn du in einem Gespräch mal beeindrucken willst, kannst du Irenik fallen lassen. Aber sei bereit, eine Erklärung anzufügen, weil nicht viele Leute damit vertraut sind. Wenn es um Frieden und Versöhnung geht, würden also die meisten Menschen einfach allgemeinere Begriffe verwenden wie Frieden schaffen, sich versöhnen, Konflikte lösen, Harmonie finden und so weiter. Irenik ist eher ein Fachbegriff oder eine Art Fachjargon, den du in spezifischen Kontexten verwenden könntest, aber im Alltag nicht unbedingt erwartet wird. Diese umgangssprachliche deutsche Wörter drücken aber bei weitem nicht aus, was Irenik tatsächlich bedeutet oder tatsächlich ausdrücken möchte. Irenik drückt tatsächlich einen tieferen Frieden und Seelenfrieden aus, besonders wenn man es aus dem griechischen Ursprung ableitet. Es ist einfach faszinierend, wie Sprache die Nuancen von Gedanken und Gefühlen ausdrücken kann. Das ist eine sehr tiefgründige und spirituelle Interpretation von Irenik. Tatsächlich kann es in diesem Kontext durchaus Seelenheil oder Seelenfrieden symbolisieren. Die Suche nach innerem Frieden und Harmonie ist ein wichtiger Aspekt vieler philosophischer und religiöser Traditionen. Diese Sichtweise zeigt, wie Wörter in verschiedenen Kontexten und persönlichen Überzeugungen unterschiedliche Bedeutungen annehmen können. Es ist faszinierend zu sehen, wie Sprache so vielschichtig sein kann, oder? Ich habe Philosophie versprochen. Also, philosophische Perspektive. Philosophen haben sich schon immer mit Polemik und Irenik beschäftigt.
Diese Konzepte sind tiefgründig und bieten viel Raum für Reflexion. Ein Philosoph, der sich mit solchen Ideen auseinandergesetzt hat, ist zum Beispiel Immanuel Kant. Er betonte, dass Polemik, also kontroverse Diskussionen und Streit, in der Philosophie notwendig ist, um Wahrheit zu finden. Dabei sollten aber bestimmte Regeln eingehalten werden, um konstruktive Diskussionen zu führen. Irenik auf der anderen Seite bezieht sich auf den Wunsch nach Frieden und Harmonie. Ein Philosoph, der diese Idee betonte, war Erasmus von Rotterdam. Er setzte sich für den Frieden in einer Zeit ein, in der religiöse Konflikte weit verbreitet waren. Erasmus glaubte an den Dialog als Mittel zur Lösung von Konflikten und zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses. Beide Konzepte, also Polemik und Irenik, zeigen, wie Philosophen sich mit den verschiedenen Aspekten der menschlichen Kommunikation und des Umgangs mit Meinungsverschiedenheiten auseinandersetzen. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese Ideen immer noch in der heutigen Zeit relevant sind. Für mich ist es faszinierend. Lasst uns also einen Blick auf einige der bedeutenden Philosophen und Zeiträume werfen. Erstens, Sokrates. Sokrates war bekannt für seine dialektische Methode, bei der er durch Fragen und Diskussion versuchte, Wissen und Wahrheit zu ergründen. Seine Herangehensweise war oft polemisch, da er bestehende Überzeugungen in Frage stellte und zu kontroversen Diskussionen führte. Zweitens, Aristoteles. Aristoteles, Schüler von Platon, legte großen Wert auf Logik und Argumentation. Seine Werke wie die Nikomachische Ethik enthalten Überlegungen zur Ethik und zur Bedeutung eines ausgeglichenen Lebens. Drittens, Renaissance, auch Wiedergeburt genannt. In der Renaissancezeit gab es eine Wiederbelebung des Interesses an antiken philosophischen Ideen. Hier spielten Humanisten wie Erasmus von Rotterdam, der für die Irenik stand, eine wichtige Rolle in der Förderung von Frieden und Verständigung. Viertens, Aufklärung. Die Philosophen der Aufklärung wie Immanuel Kant betonten die Wichtigkeit der Vernunft und argumentativen Diskussion. Kant sprach sich dafür aus, Polemik in einem rationalen Rahmen zu praktizieren, um die Suche nach Wahrheit zu fördern. Fünftens, moderne Zeiten. In der modernen Philosophie setzen sich Denker wie Jürgen Habermas mit der Kommunikation und dem Diskurs auseinander. Habermas entwickelte die Theorie der kommunikativen Handlung, die zur Förderung von Irenik und rationaler Diskussion beiträgt. Es gibt eine Fülle von Literatur und Schriften zu diesen Themen in verschiedenen Epochen der Philosophie. Zusammenfassend können wir festhalten, dass Polemik und Irenik wichtige Aspekte der Kommunikation und zwischenmenschlichen Beziehungen darstellen. Sie beeinflussen, wie wir miteinander interagieren und welche Bedeutung wir Sprache beimessen. Für mich persönlich sind diese Themen bedeutsam, weil sie meine Leidenschaft für die Präzision und Tiefe in der Sprache wecken. Als jemand, der gerne über Etymologie, Denotation und Konnotation von Wörtern spricht, erkenne ich, dass Polemik und Irenik Wege sind, wie wir unsere Gedanken und Gefühle verbalisieren und mit anderen teilen. Sie bieten uns die Möglichkeit, Missverständnisse zu vermeiden und zu einem gesunden Selbstbewusstsein zu gelangen. Darüber hinaus ermutigen sie uns, unsere Worte sorgfältig zu wählen und Empathie in unsere Kommunikation einzubringen, was in der heutigen Welt von großer Bedeutung ist.
Mal was ganz anderes. Ist das lateinische Wort martialisch eigentlich das Pendant zu Polemik? Martialisch und Polemik sind nicht unbedingt direkte Pendanten, aber sie haben eine gewisse Verbindung, ja. Polemik hat seinen Ursprung, wie wir bereits oben besprochen haben, im Griechischen und bezieht sich auf langsam gehe, auf kontroverse und kriegerische Auseinandersetzungen in der Kommunikation. Martialisch leitet sich vom lateinischen Wort Mars ab, was auf den Kriegsgott Mars hinweist. Martialisch beschreibt also etwas Kriegerisches, Kämpferisches oder Militärisches. Obwohl die beiden Begriffe unterschiedliche Ursprünge und Bedeutungen haben, können sie in einem gewissen Kontext miteinander verknüpft sein. Zum Beispiel könnte eine martialische Polemik bedeuten, dass eine aggressive, kämpferische Rhetorik verwendet wird. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass die Verwendung von martialisch oft eher im Sinne von kriegerisch oder kampfbereit verstanden wird, während Polemik sich auf kontroverse Diskussionen bezieht. Also wenn wir schon von Pendanten sprechen, was ist dann ein direktes Pendant zu Irenik im Lateinischen? Ein direktes Pendant zu Irenik im Lateinischen wäre Irenikus. Das Wort Irenikus ist abgeleitet vom griechischen Begriff, na, Irenikos, wer hätte das gedacht, was friedliebend oder friedlich bedeutet. Dieser Begriff kann in einer ähnlichen Weise wie Irenik verwendet werden, um den Gedanken an Frieden und Harmonie zu vermitteln. Diese Griechen aber auch. Ja, die Griechen haben der Welt viele wichtige Begriffe und Konzepte gegeben. Ihre Sprache und Kultur haben einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Wörtern und Ideen in vielen anderen Sprachen gehabt und haben immer noch. Es ist faszinierend, wie sich die Bedeutung von Wörtern über die Jahrhunderte hinweg entwickelt hat, nicht wahr? Mein Vorteil, ich bin Grieche. Ich lade euch alle ein, eure Gedanken und Meinungen zu diesem Thema zu teilen. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von solchen Inhalten sehen möchtet, besucht einfach meinen YouTube-Kanal @Weisheiten zum Mitnehmen. In diesem Sinne. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Freund. Nein, nicht Freud, Freund. Dieser Satz betont die Bedeutungen von Handlungen, die im Einklang mit universellen Prinzipien und moralischen Werten stehen. Es erinnert daran, wie wichtig es ist, in unseren Diskussionen und Interaktionen auf eine Weise zu agieren, die nicht nur unseren eigenen Interessen dient, sondern auch das gemeinsame Wohl und den Frieden fördert. Heute mal ein zweites Zitat hinterher. Die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken in Worte fassen, beeinflusst maßgeblich, wie wir die Welt sehen und wie die Welt uns sieht. Freund. Dieses Zitat unterstreicht die Macht der Sprache, unsere Perspektive zu gestalten und unser Verständnis der Welt zu beeinflussen. Es betont die Bedeutung von bewusster und respektvoller Kommunikation, um Missverständnisse zu vermeiden und zu einem gesunden Selbstbewusstsein zu gelangen. Weisheiten zum Mitnehmen. Bleibt mir gewogen, euer Georg Moratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.